Was möchte ich hier? Das ist doch falsch. Es hat gerade ein bisschen geruckelt. Die Frames waren aber stabil. Warum hat das geruckelt? Ach, ist das schön. Das macht gute Laune. Also ich hoffe jetzt wirklich einfach mal ganz stark, dass das vom Ton her jetzt so passt. Ich hätte vielleicht mal nach der ersten Aufnahme einmal kontrollieren sollen. Aber jetzt ist auch ein bisschen spät. Deswegen nehme ich jetzt auch noch zu Ende auf. Ich weiß gar nicht, in welchen Abständen ich das eigentlich so machen soll. Dreierpäckchen oder Fünferpäckchen oder Zehnerpäckchen. Fünfer ist, glaube ich, ganz gut. In welcher bin ich denn jetzt eigentlich? Ich glaube, ich bin jetzt in der vierten Folge gerade eben angefangen. Naja, man wird sehen. Wieso haben wir eigentlich... Ach, guck mal da. Lecker Hühnchen ist fertig. Trifft sich gut. Er gab nämlich Goldampf. Schieben wir das erstmal zwischen die Zähne. Das war lecker. Lecker Schmecker für Spaßentdecker. Und weiter geht's am Dach. Bei der Dachdecker. Lecker Schmecker für den Dachdecker. Auch gut. Geht das schon wieder los? Ja, ist ja auch kein Wunder. Wenn man sich hier kein Baugerüst hinbaut mit einer, Fallsicherung, dann kann das schon mal vorkommen. Dass der vollgefressene, mit Hühnchen vollgefressene Dachdecker mal ab und zu vom Dach klatscht. So, dann tackern wir das Ding hier nochmal hoch. Das ist cool, dann läuft das hier oben durch, aber unten ist es unterbrochen. Das ist so gut, das könnte eine Idee von mir gewesen sein. Jut. Was denn das? Okay, ich glaube gleich wird mich... Nee, das endet tatsächlich direkt hier. Habe ich hier keinen Überstand gebaut? Nett. Ja. Ich lasse das jetzt an dieser Seite mal so stehen und ich warte einfach mal auf Kommentare dazu. Mir ist nämlich jetzt gerade aufgefallen, dass diese Seite auch falsch gebaut ist. Ich möchte sie jetzt erstmal noch nicht rausreißen. Wenn ich es machen soll, einfach damit es schöner aussieht und das Gesamtbild stimmt, dann sag bitte, jo, machen wir. Und wenn ich es lassen soll, weil es mir doch egal, von der Seite gucken wir nie auf das Haus drauf, dann sagt bitte genau das, was ich gerade gesagt habe. Nichts anderes. Na, die Seite mache ich auf jeden Fall hier noch. Tschüss! Jetzt muss... Ach, da können wir erstmal hier fertig machen. Ja, da natürlich nicht, denn wir brauchen gleich eine neue Axt. Die komplette gute Eisenaxt haben wir einfach nur am blöden Bau von unserer... Ja, schmeißt das auch noch weg, genau. Unseres Daches verhauen, ey. Na gut, ein bisschen Holz haben wir damit geschlagen, aber das war jetzt nicht wirklich die Welt. So muss das, ne? Aha. Yo, mate, das schaut gut aus. Das wünsche ich mir auch für zu Hause, für mein Puppenhäusle. Nein, ich spiele nicht mit Puppen. Nicht mehr. Oh. Ja, seht ihr? Für reingehen muss man diese Tür benutzen, das geht. Aber für raus muss man die andere nehmen. Vielleicht sollte ich da mal zwei Schilder dran schreiben. Entrance, Exit. Das könnte ich mal kurz da reinstopfen. Nee, so. Das muss da rein, genau. Und dann einmal kurz hier rüber und feststellen, doch, wir haben das noch. Wir haben es noch. Ja, ich war so clever. Ich habe mir bestimmt gedacht, ach, wir brauchen bestimmt ein bisschen länger an unserem Dach. Tu das Eisen mal nicht raus. Das brauchst du noch. So, nicht die, sondern die. 1A geht das hier. So. Wir waren stehen geblieben an der Dach. Wir wollen dort machen, Holz. Das war nicht so rum, sondern genau andersrum. So ist genau richtig. Und palup, palup, palup. Ja, eigentlich macht es ja nicht palup, es macht ja plup. Aber palup hört sich toller als plup an. Außer das plup einer Bierflasche. Es gibt nichts Schöneres. Das ist alles schon wieder ziemlicher Quatsch, was ich mir gerade zusammenbaue, oder? Ah, es geht noch.
Also ich habe schon Schlimmeres fabriziert. Früher, als ich noch jung war. So, und du kommst dahin und dann haben wir endlich die Kante. Ja, ist das schön. Ich freue mich, wenn wir wenigstens mal den unteren Rand haben und fertig haben und ich nicht ständig Gefahr laufe, auf den Sand zu klatschen da unten. Das ist nämlich gar nicht so angenehm, wie man immer glaubt. Ja, war wieder eiskalt. Wieso komme ich denn hier nicht weiter nach außen, verflucht Axt? So. Ach komm. Ja, so ist besser. Hallo Sand! Ja, solange wir genug gegessen haben, heilen sich die Wunden ja auf magische Art und Weise von selbst, nicht? Also ist das Ganze an und für sich gar nicht so schlimm. Der gebrochene Knöchel, den ich da habe, das ist doch Kindergarten. Also wer sich darüber beschwert, der hat doch echt, der hat so doch echt nicht mehr alle am Ey, komm, jetzt ist aber mir echt gut. Ich verklick mich ja in einer Tour. Eins, zwei, drei. Das Holz gehe ich jetzt nicht aufsammeln. Ich renne jetzt nicht wieder nach unten. Ich glaube, wenn man meine ganzen Fails mal zusammenschneidet, kommt man jetzt schon bestimmt auf eine komplette Folge. Was mich auf eine Idee bringt. Ja, ich glaube, ich weiß, was wir machen werden, wenn wir 25 Abonnenten erreicht haben. Wer mir jetzt nicht folgen kann, der hat Pech. Der wird mir wahrscheinlich nie folgen können. Ja, es kommt. Boing. So, und durch meine absolute Unfähigkeit haben wir nämlich dann jetzt tatsächlich gleich eine Deckenhöhe, die nicht um 1 höher ist, sondern ich glaube um 2 oder mehr. Mehr oder weniger. Oh, das wird bestimmt ultra cool, unser Schlafsaal. Ich nenne es einfach mal Saal, weil von der Deckenhöhe nachher wird es wahrscheinlich sowas wie ein Saal. Boah, das ist voll schön. Ich glaube, ich lasse mich, wenn es irgendwann mal möglich ist, ich lasse mich digitalisieren und ziehe da ein. So, haben wir die Ecke auch fertig. Ging doch ganz schnell, oder? Wie viele sind eingeschlafen, will ich gar nicht wissen. Ist mir auch egal. Ich nicht, noch nicht. Augen werden zwar ein bisschen schwer, Durst habe ich auch, aber ich kann und möchte jetzt gerade nicht aufstehen. Ich bin mir noch nicht sicher, was wir genau mit diesem Teil hier machen, wie wir das sinnvoll in das Gesamtbild integrieren. Jetzt weiß ich's. Okay, also wir hauen hier erstmal ein bisschen Holz wieder hin. Was übrigens bedeutet, dass wir gleich nochmal ein bisschen Holz schlagen gehen müssen. Oh, hat bestimmt keiner was gegen, oder? Dieses Let's Play ist so wahnsinnig vielschichtig. So. Ich glaube, wir müssen noch ein bisschen hier aufschichten. Bei die 15, die könnten eventuell so gerade eben, so ganz gerade eben reichen. Als 2, ich glaube, hier muss jetzt... Wisst ihr was? Ich baue jetzt hier erstmal weiter. Komme ich jetzt hier runter, ohne wieder HP zu verlieren. Ja. So, und zwar wollte ich jetzt hier, den klatsche ich da jetzt einfach nochmal so als Provisorium dran und dann jetzt dahin und dorthin und diesen dort und dort und... Aber ich glaube, wir haben die Farbe für die, ich nenne es jetzt mal einfach, für die Dachschindeln oder Ziegel oder wie auch immer, ganz gut gewählt. Das sah aus der Entfernung ganz gut aus mit dem hellen Dach. Ich war mir erst nicht sicher, aber ich glaube, das kann man jetzt tatsächlich so lassen. Das wäre jetzt auch echt bitter, wenn ich das jetzt wieder alles abreiße und durch Rot ersetze oder so. Und Rot passt ja gar nicht zu einer Holzhütte. So, darauf kommt dann jetzt noch eine Schicht. Genau. Sag mal, schifft das schon wieder. Und jetzt gerade, wo wir ein Loch im Dach haben. Super.
Aber ist ja schon wieder zu, war ja halb so wild. Machen wir hier auch nochmal zu. Und das da und das da. Oh, nicht, dass da irgendwie Viecher drin spawnen oder so. Ich weiß es nicht, das ist bebauter Holzboden. Spawnen da welche? Ich fände es jetzt nicht so schön, wenn dem so wäre. Könnte es aber halt tatsächlich auch nicht ändern. Müssen wir jetzt hier noch etwas hinsetzen? Nein, machen wir nicht. Wir machen nämlich jetzt hier Folgendes. Stellen jetzt hier noch eine Reihe hin. Ich stell da mal ein Dach in der Ecke, wa? Genau so sieht das gut aus. Und da setzen wir auch noch ein... Edge, war ein Dach drunter, bin gar nicht hingefallen. So, da muss auch noch einer hin. Ist das jetzt richtig gewesen, was ich hier mache? Ich glaube, es war richtig, ja. Hier müssen wir jetzt tatsächlich mal eine umgedrehte Stufe drunter machen, weil das sieht man ja schon. Ja, genauso wie hier. So, komme ich denn da jetzt überhaupt noch da? Muss ich wieder einen langen Arm machen und patsch. Hervorragend. Das war falsch und das war richtig und das war richtig. Und das ruppen wir wieder raus, weil es ja so schön ist und so einen Spaß macht. Ja, das war auch wieder falsch. Schön, hervorragend. Dann gehen wir mal eben schnell auf die andere Seite. Wuschti, wuschti. Wo wir gerade mal hier sind, tackern wir das einfach mal hier hin. Wir wollen ja auch hier ein kleines bisschen Überstand haben. Na, wie oft baue ich das noch falsch? Gar nicht mehr. Gut, ne? So, eins und zwei. Und das Ding muss von hier aus und dorthin gesetzt werden. Genau, das ist die drei. Und dann hierhin und dann dorthin und dann dorthin. Und jetzt müssen wir uns leider hier so eine kleine Behilfsbrücke bauen, weil wir sonst nicht dahin kommen. So einen langen Arm kann man gar nicht machen. Reicht das? Nein, ich glaube, das reicht noch nicht. Einen weiter noch. Jawohl, ja. Genau so sollte es werden. So, und dann reißen wir das hier wieder raus. Dack, 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 dack. Und der Anschluss ist hier auch schon... Der ist fertig, ne? Ja. Ja, ist er. Gut, dann haben wir das Dach jetzt gerade fertiggestellt soweit. Das macht mich jetzt gerade nicht unbedingt so glücklich, dass wir hier jetzt diesen Fehler drin haben. Aber ich denke, damit kann man jetzt erstmal leben. Wenn es mich zu sehr stören sollte, dann kann man es nachher ja noch ändern. Wobei ich mir ziemlich sicher bin, dass ich es vergessen werde und dass es einfach bis auf alle Ewigkeit so stehen bleibt. Ja, und jetzt weiß ich auch, wie wir es hier machen. Genau so machen wir es. Eiskalt. Und zwar machen wir uns hier so eine Art Loggia raus. Und ziehen das Dach jetzt hier noch ein bisschen vor. Wir machen zumindest halt so Stufen drauf. Ja, genau so hatte ich mir das gedacht. Und dann noch nach dort. Und wenn es geht, möchte ich gerne vielleicht auch bitte noch da so ein... Nein. Huch, da bin ich wohl runtergefallen. Na sowas. Dahin, ne? Genau, und das gleiche Spielchen machen wir auch dort. Das heißt, da muss da erstmal ein Klotz hin. Geht gerade nicht. Muss ich erstmal vor reingehen. Mist, und jetzt habe ich gerade überhaupt gar nicht auf die Uhr geguckt. Moment, nochmal kurz einen Schluck trinken. So, gut war es. Na, was will ich denn hier? Also erstmal das Ding hier rausreißen, ne? Das ist ja falsch. Oh, das ist doch mal so ein richtiger Dachboden, ey. Das müssen wir eigentlich zumachen und nie wieder auföffnen. Oh,
hier können wir uns dann vielleicht noch so ein schönes Oberlicht reinmachen. Oh, was ich gerade alles für Ideen habe wieder. Indem wir hier dieses zum Beispiel so ein 3... Nein, wir machen jetzt erstmal kurz das fertig, was ich vorhatte. So, tak, tak. 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 Ich weiß, wer nicht aufgepasst hat. Ich sag's aber nicht. Und alles wieder weg. So. Du kommst dorthin, du kommst dorthin. Die stellen wir mal einfach hier hin, ne? Und die stellen wir mal dahin. Das war so klar. Das war auch so klar. Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Dann machen wir nämlich jetzt hier das Ding auch weg. Das sieht doof aus. Knallen da mal hin. Ne, wir knallen da jetzt keine. Oh. Tut mir leid, das musste jetzt einfach sein. Achso, ich hatte jetzt gerade übrigens vor, ein bisschen am Dach weiter zu arbeiten, falls ihr nicht wusstet, was ich vorhabe. Ne? Oh mein Gott, ich habe die falsche... Ach, hier sind auch noch zwei. Schön. Die hätte ich da eigentlich jetzt auch noch gebraucht, so ein Mist. Dann stellen wir uns einfach nur ein Provisorium hin. Und zwar ist mir aufgefallen, dass wir gar keine Symmetrie hier drin haben. Nämlich hier läuft das Dach durch im Prinzip und ist einversetzt. Und hier ist... Das ist nicht der Fall. Das heißt, das obere Dach ist 1 zu groß. Das möchte ich gerne noch ändern. Was ist das denn für eine Aufzugmusik, die hier gerade... Oh. Mal schauen, wie oft wir es schaffen, diese Folge noch runter vom Dach zu fallen. War das jetzt korrektes Deutsch? Ich glaube ja. Bin mir nicht sicher. Wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. Ich muss mich ja nicht drüber ärgern. So, was habe ich denn, was könnte ich denn noch so erzählen? Ist euch eigentlich schon mal aufgefallen, dass es regnet? Hoffe ich doch ganz stark. Also mir schon, weil das so nass ist, falle ich ja die ganze Zeit vom Dach runter. Das heißt, da muss ich das ja auch noch alles wieder... Och, Menno, ey, das ist doch... Naja, gut Ding will Weile haben, ne? So heißt es doch, glaube ich. So, ich und mein So, ich könnte mich so verhauen. Da kommt noch einer hin und dann kommt der nächste dorthin, ne? Das ist soweit richtig. So, das bauen wir hier zu. Sieht gerade relativ richtig aus. Aber hier müssen wir natürlich jetzt die umgedrehten Dinger wieder hinpatschen. So. Oh, das war jetzt mal ein schneller Umbau. Ich habe mich so gut wie gar nicht vertan. Ja klar, uns fehlen jetzt echt tatsächlich für die Fertigstellung zwei ganze Birkenholz-Treppenstufen. Wenn ich irgendwo ins... Ein ganzes Birkenholz-Treppenstufen. Oh komm, jetzt sag ich, es fehlt wirklich genau eins. Hier schwimmt doch bestimmt noch irgendwo was rum hier unten, oder? Hm. Ich finde übrigens, es ist ein sehr tolles Geräusch, wenn man so ein bisschen unter Wasser ist und das Wasser prasselt auf die Wasseroberfläche. Das Wasser prasselt auf die Wasseroberfläche. Ditsch, der Regen prasselt natürlich. Ich meine, Regen ist ja Wasser. Meistens. Ich habe gehört, es hatte auch schon mal Frösche geregnet oder Spaghetti-Monster werfende Einmal-Tulpen. Ja, ich werde jetzt noch eine einzige Stufe bauen müssen. Ja, tut mir leid, geht nur im Viererhaufen. Wir können leider nicht weitermachen. Also fackeln wir doch die ganze Bude ab und bauen sie aus Stein neu. Nee, mache ich natürlich jetzt nicht. Es täte mir in der Seele weh. Ja, genau, jetzt zurück zu meinem Gedankengang. Mit unserem Oberlicht hier. Oberlicht ist ja Quatsch. Oberlicht ist ja eigentlich normalerweise im Dach drin. Aber hier oben könnte man zwei breit und
Oh, das kann man richtig groß machen. 1, 2, 3, 4. 2 mal 4. Ich probiere das jetzt mal. 1, 2, 4. 1, 2, 3, 4. Dann kommen wir da hin. Das hier wollten wir ja sowieso alles rausgeruppt haben. Wir wollten ja so eine schöne hohe Decke hier produzieren. Hallo Bett. Oh, da fällt mir ein, wir haben schon Ewigkeiten nicht mehr geschlafen, ey, dass wir überhaupt noch gerade gucken können, ey. Ach, ein echter Mann braucht keinen Schlaf. Das hat für Weicheier. Und Mädchen. Ja, aber es ist ja auch eher selten, dass ein Mann ein Mädchen ist. Gut, bei dieser Cindy, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Und bei Frank Elstner. Schade eigentlich, ich mochte diese Decke. Die habe ich schon oft beim Einschlafen angehimmelt. Oh, was können wir denn hier eigentlich noch alles raushauen? Den braucht man auch nicht mehr, oder? Der ist doch... Ja, nee, wir brauchen ja nur noch... Deswegen habe ich das nämlich jetzt auch aus Birkenholz gemacht. Ich bin ja pfiffig. Weil jetzt sehen wir nämlich genau, welchen Block wir noch raushauen können und welchen nicht mehr, wo das Dach beginnt. Mal abgesehen davon, dass es ziemlich Banane ausgesehen hätte, wenn das Dach die gleiche Farbe hätte wie die Wände. Hat man jetzt eher nicht so, außer bei so einem Betonbunker. Ne, Moment, die brauchen wir. Ja, jetzt hätte ich fast einen Fehler gemacht. Das gehört indirekt ja zum Dach, ist aber eine Wand. So, das ist schön, aber da gehört Holz rein. So, da gehört das Holz natürlich nicht hin. Doch, da hätte es hingehört, genauso wie dort. Jetzt haben wir da nämlich ein Loch drin. Das ist nicht so schön. Da muss natürlich keins hin. Aber wie mache ich denn jetzt den Übergang hier? Das ist doch Quatsch, oder? Das ist Quatsch. Ach, da haben wir jetzt auch unser letztes. Ich wusste doch, dass ich genug gebaut habe. Ich habe das doch vorher genau abgezählt, wie viel wir für ein Dach brauchen. Hä? 2x4, sagte ich, oder? Wieso ist denn jetzt hier nur einer? Dann machen wir 2x5. Wir haben es ja. Wie viel Glas hatten wir noch gleich im Lager? Auf jeden Fall genug. Ach, hier fängt das Dach schon an. Dann machen wir hier nämlich, dann machen wir hier auch nochmal eine Sonderform. Und zwar lassen wir das dann hier. Verjüngen wir das hier mal um einen. Kann ich den auch noch? Ja, den kann ich auch noch. Dann haben wir hier so einen schönen Holz. So einen schönen hässlichen Holzbalken da über dem Fenster. Das werde ich so nicht lassen. Das reiße ich jetzt gleich auch raus und mache dafür das Glasfenster noch einen höher. Hm? Haben wir noch einen besseren Ausblick. Also wenn ich hier wohnen würde, ich würde es gut finden. Die Fackeln sind jetzt da auch doof. Die nehmen wir da mal weg. Die können wir dann jetzt wunderbar hier platzieren. Das macht den eigentlichen Schlafbereich ein bisschen dunkler, aber erleuchtet den restlichen Raum. Das klang jetzt vielleicht ein bisschen andersrum. Den hatte ich drin gelassen. Dann ist das doch jetzt, glaube ich, das sieht schon ganz gut aus. Das ist ein schöner Dachstuhl. Das ist eine sehr hohe Decke. Das werde ich wahrscheinlich hier alles ein bisschen auffüllen, dass diese ganzen Kanten hier ein bisschen verschwinden. Das war die Decke, aber trotzdem bis nach hier haben ungefähr. Genau so werden wir es machen. Und zwar werden wir es auch so machen, dass die, abgesehen von diesem Bereich, die Decke komplett aus Birkenholz gemacht wird. Langsam fange ich an, Birken zu mögen. Allerdings nur im geernteten Zustand, wenn sie in meiner Kiste liegen. Nicht auf freier Flur. Was wollte ich an dieser Kiste machen? Ich wollte irgendwas tun.